ein neues Buch vorzustellen. Tagebuch der arabischen Revolution heißt es. Wann er es geschrieben hat, weiß ich nicht, weil er war ja praktisch pausenlos bei uns auf Sendung. Aber es ist ganz offensichtlich fertig geworden und erscheint dieser Tage. Und damit wechseln wir jetzt. Das Thema Aufklärung des schwarz-blauen Korruptionssumpfes, so lautet der Titel einer Nationalratssondersitzung, die die Grünen für nächste Woche beantragt haben. Aber weder die Schwarzen noch die Blauen wollen irgendetwas mit einem Korruptionssumpf zu tun haben. Die ÖVP sei absolut nicht in die Telekom-Affäre verwickelt, sagte Klubobmann Kopf am Tag nach dem Rücktritt von Ex-Kanzler Schüssel heute. Und FPÖ-Chef Strache distanziert sich überhaupt von der damaligen freiheitlichen Regierungstruppe. Die heutige FPÖ hätte nichts mit diesen Machenschaften zu tun, sagt er. Aber ist das wirklich so einfach? War wirklich niemand irgendwo dabei? Julia Ortner und Andrea Brückner berichten. Dieser Mann mag Interviews gar nicht. Auch nicht gestern Abend für die Zeit im Bild. Der Lobbyist Peter Hochecker ist schließlich die Schlüsselfigur in diversen schwarz-blau-orangen Affären, die nun ans Licht kommen. Kurzes Statement. An einem wie Hochecker putzt man sich gerne ab. Niemand will heute die politische Verantwortung für die mutmaßlichen Malversationen der schwarz-blau-orangen Ära übernehmen. Nicht Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel, nicht FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Er habe seit der Abspaltung des BZÖ 2005 rein gar nichts mit den alten Zeiten zu tun. Faktum ist, es handelt sich um einen politischen Korruptionssumpf, ja, der politische Persönlichkeiten betrifft aus unterschiedlichen politischen Parteien, ja, wo wir als einzige Partei den Säuberungsschnitt gesetzt haben im Unterschied zu den anderen. Das ist die Konsequenz. Korrupt sind also immer die anderen. Ein Vorwurf, den der Korruptionsexperte Peter Pilz gleich kontert. Die ÖVP hat gesagt, gebt uns alles in die Hand, die Politik bestimmen wir. Und da drüben ist der große Trog, da ist genug für euch alle drin. Und das blaue Schmatzen hat man wirklich nicht nur in ganz Wien gehört. Das ist eine durch und durch korrupte Partei. Eurofighter, Buwok oder Telekom seien die Auswüchse eines Systems mancher Protagonisten in der schwarz-blauen Zeit gewesen, meinen heute Beobachter. Willibald Perner, Kabinettschef unter FPÖ-Infrastrukturminister Michael Schmidt, erzählte schon 2009 im Falter von einem Organigramm, welches Geldflüsse zwischen Lobbyisten und FPÖ-Politikern aufgezeichnet hätte. Wir haben mit der alten FPÖ nichts mehr zu tun, sagt FPÖ-Chef Strache heute. Dabei vergisst er wohl Martin Graf, den dritten Nationalratspräsidenten der FPÖ. Ab 2003 Geschäftsführer einer der Töchter der Austria Research Centers in Seibersdorf. Mit der schwarz-blau-orangen Regierung kam Seibersdorf in den Einflussbereich der FPÖ, die dort auch ihren Ex-Politiker Helmut Grünes installierte. Zudem wurde Graf vorgehalten, Burschenschafter in Seibersdorf in wichtige Funktionen gesetzt zu haben. Der Rechnungshof übte massive Kritik am Management von Seibersdorf wegen Misswirtschaft und überhöhter Honorare fürs Management. Graf bekam bei der Beendigung seines Dienstvertrages dann 270.000 Euro inklusive einer Prämie. Seit 2009 ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen Untreue und fahrlässiger Krieder bei seinem früheren Arbeitgeber. Und wenn die FPÖ heute so gerne von Sauberkeit spricht, sollte sie auch nicht auf Uwe Scheuch vergessen. Der Strache-Verbündete ist schließlich erst kürzlich in erster Instanz verurteilt worden. Wegen Korruption. Und wir gehen jetzt live nach Paris. Dort hält sich momentan Martin Graf auf. Guten Abend, vielen Dank für den Besuch. Guten Abend. Herr Präsident Graf, wie kommt denn Ihr Parteichef Herr Strache auf die Idee, die heutige FPÖ hätte mit der schwarz-blauen Koalition von damals nichts zu tun? Ich könnte Ihnen ganze Listen von FPÖ-Politikern vorlesen, die schon damals in hochprominenten Funktionen in der FPÖ waren, von Heinz-Christian Strache bis hin zu Ihnen. Ja, also Sie dürfen ja nicht die Zusammenhänge vergessen und auch die historische Entwicklung. Und es ist ja nicht in Verborgenheit geblieben, dass gerade die Kreise innerhalb der FPÖ unter Heinz-Christian Strache, die sich letztlich auch durchgesetzt haben, bereits 2002 den Schnitt gemacht haben mit Knittelfeld, weil wir Widerstand geleistet haben und gegen diese Systematik vorgegangen sind.
An dieser Stelle muss ich sagen, ich möchte mich bei der Bevölkerung in diesem Zusammenhang entschuldigen, dass wir Knittelfeld erst 2002 passieren haben lassen. Es hätte schon wesentlich früher gehört, zum Beispiel anlässlich der 2001 vollzogenen ORF-Novelle, die ja dem Gebührenzahler und dem Steuerzahler viel Geld gekostet hat. Ich weiß insofern jetzt nicht ganz genau, Herr Präsident, sehen wir uns Sie nicht sich, in der Verantwortung. Aber Herr Präsident, ich weiß jetzt nicht ganz genau, warum Sie sich so auf 2002 beziehen, dass sich da so viel geändert hätte. 2004 zum Beispiel hat die Parteizeitung der FPÖ, die Neue Freie Zeitung, 200.000 Euro von der Telekom bekommen. Niemand weiß wofür. Damals war Uwe Scheuch FPÖ-Generalsekretär. Heinz-Christian Strache war Mitglied des Bundesparteivorstandes. Herbert Kickl war damals persönlicher Referent von Jörg Haider. Der zweite heutige Generalsekretär Wilimski war Geschäftsführer der FPÖ Wien. John Gudenus, wichtiger Mann jetzt in der FPÖ, war damals schon im Bundesvorstand. Also viele Leute, die damals schon dabei waren. Würde Sie nicht interessieren, wofür die FPÖ von der Telekom 200.000 Euro gekriegt hat? Selbstverständlich, und deswegen wollen wir auch Aufklärung haben. Schlussendlich einen Untersuchungsausschuss, weil wir der Justiz nicht mehr in dem Ausmaß vertrauen, wie wir es für angebracht halten. Ein Untersuchungsausschuss ist notwendig. Es liegt ja nicht an der Freiheitlichen Partei, dass das Untersuchungsausschussbegehren kein Minderheitsbegehren ist. Das hat ja die ÖVP gemeinsam mit der SPÖ blockiert. Dort sind die Blockaden der Aufklärung zu suchen, aber nicht bei der Freiheitlichen Partei. Wir waren stets bemüht und haben auch letztendlich Regierungen platzen lassen. Wir haben einen Säuberungsschnitt durchgeführt und unter Heinz-Christian Strache eine vollkommen neue Ausrichtung der Partei wiederhergestellt. Diesen Säuberungsschritt haben andere Parteien noch nicht gemacht. Und wenn Sie den Peter Hochecker ansprechen, der ist ja keine Erfindung der Freiheitlichen Partei, sondern der war ja schon vorher in den Ressorts tätig. Unter Kasper, einem als Infrastrukturminister, hat er schon lobbyiert im Zuge der UMTS-Lizenzvergaben, unter Lore Hostosch und vieles andere mehr. Und dann hat er die Partner gewechselt und hat den Herrn Karl-Heinz, den Herrn Grasser als neuen Partner gefunden. Und von dem haben wir uns als allererster verabschiedet. Ja, ganz so war es jetzt irgendwie nicht, sondern Herr Grasser hat sich von Ihnen verabschiedet und die damalige Beteiligung, also den Schnitt haben ja schon die anderen gesetzt und nicht Sie, aber trotzdem, Sie bräuchten ja eigentlich gar keinen Untersuchungsausschuss. Sie müssten ja nur Ihre Parteikollegen von Uwe Scheuch angefangen fragen, wofür das Geld verwendet wurde und wofür es das Geld gab von der Telekom. Herr Wolf, Sie wissen, ich habe ein Buch geschrieben schon im Jahre 2007 und das hat das Licht der Öffentlichkeit erblickt und da habe ich über alle diese Vorkommnisse ohne Schonung der Personen die ganzen Verfehlungen der Regierung aufgezeigt, von Gorbach über Grasser und vieles andere mehr. Dieses Buch wurde totgeschwiegen, auch vom ORF. Sie haben damals gemeinsam mit vielen, vielen Journalisten die Knittelfelder ins schlechte Licht gerückt und haben die BZÖler, die nachfolgenden BZÖler, vorher noch FPÖ-Spitzen, die haben sie hofiert von der gesamten Journaille her und das haben sie nur vergessen. Wir haben es damals schon erkannt und haben einen Bruch in der Regierung letztlich in Kauf genommen. Das ist politische Verantwortung, die wir letztlich auch getragen haben. Herr Graf, ich kann ausschließen, dass ich jemanden von BZÖ oder von der FPÖ hofiert habe, aber wer auch Geld von der Telekom bekommen hat und von Herrn Hochecker, das ist Ex-Infrastrukturminister Reichhold, früher FPÖ. Das sind sehr viele. Und Herr Reichhold, mit dem haben Sie angeblich auch nichts zu tun, hat der Strache heute gesagt. Jetzt lese ich aber in der Zeitung, dass gerade Sie mit Herrn Reichhold vor wenigen Monaten auf einer gemeinsamen Südamerika-Reise waren, auch mit Herrn Mölzer. Und Herr Reichhold ist vom FBK entsandt in den Aufsichtsrat der Klagenfurter Stadtwerke. Also nichts zu tun haben, schaut ein bisschen anders aus, oder? Der Herr Reichhold ist aus der Politik ausgeschieden im Jahre 2003, Anfang 2003, und ist in die Privatwirtschaft gegangen. Und 3 Jahre danach hat er einen Auftrag entgegengenommen. Da muss man schon die Zeitdynamik auch letztlich sehen. Und wir haben eine, und das ist richtig, ich habe eine Südamerika-Reise organisiert. Wir haben dort wirtschaftliche und auch politische Kontakte geknüpft und weiter ausgebaut. Und er hat dort ein österreichisches Unternehmen vertreten, um Geschäfte anzubahnen, um Arbeitsplätze in Österreich zu sichern. Daran finde ich grundsätzlich nichts Verwerfliches und auch nichts Böses. Und nichts anderes haben wir getan. Das ist auch Aufgabe von Politikern im Ausland,
Türen zu öffnen für die österreichische Wirtschaft, für die österreichische Industrie. Gut, das BZÖ hat mehrere hunderttausend Euro von der Telekom bekommen. Ist nicht ganz klar, ob 600.000 oder 300.000 waren, aber 300.000 sind bestätigt. Wissen Sie, wer damals Generalsekretär des BZÖ war? Weiß ich nicht, aber Uwe, wir wollen Scheich. Einen Untersuchungsausschuss. Ja, wenn Sie mir sagen, ich glaube Ihnen das, aber das war eine andere Partei. Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis. Aber Uwe Scheuch ist heute eine Ihrer wichtigsten Parteifreunde. Er ist ein Partner von der Freiheitlichen Partei, mit, weil er FPK-Obmann ist. Und da haben wir eine Partnerschaft mit den Kärntnern gemacht. Aber noch einmal zurückkommend. Wir sind ja für einen Untersuchungsausschuss. Wir blockieren diesen Untersuchungsausschuss ja überhaupt nicht. Wir wollen volle Aufklärung im Sinne der Steuerzahler und im Sinne der Kontrolle, so wie wir es eigentlich schon seit Jahren verlangen. Und es gab ja auch schon zu diesen Themen Untersuchungsausschüsse. Ich erinnere noch einmal, es war Thema im Bankenuntersuchungsausschuss, der von Rot und Schwarz abgewürgt wurde, wo es um die Parteienfinanzierung gegangen ist, wo es um die Telekom-Angelegenheit gegangen ist, wo es um die Mobilfunk-Akquisitionen in Bulgarien gegangen ist und vieles andere mehr. Da haben andere die Untersuchung blockiert, nicht wir. Ich habe das in einem Buch mit sehr, sehr vielen Dokumenten dargestellt. Aber es hat die Medien nicht interessiert, vor allem auch nicht den ORF. Und jetzt frage ich mich, warum? Liegt es vielleicht daran, dass die Politik mit sehr, sehr viel Geld, auch von den Ministerien her und vom Bundeskanzler, der bereits auch ein Strafverfahren anhängig hat, hier sehr, sehr viele Inserate bekommt, sehr, sehr viele Förderungen, Subventionen bekommt und man sich schon die Meinung kauft, manche Journalisten sprechen bereits auch von Bestechung, Herr Präsident, und vieles Graf, andere mehr. Herr Präsident Graf, und über all diese Affären haben wir sehr ausführlich berichtet und ein Strafverfahren läuft auch gegen Sie. Ausführlich genug, und ein Strafverfahren läuft auch gegen Sie wegen des Verdachts auf Untreue und auf fahrlässige Grieder wegen Ihrer Tätigkeit in Seibersdorf. Angenommen, Sie werden angeklagt und verurteilt, würden Sie dann zurücktreten? Also das Verfahren läuft seit 2006. Ich bin bis dato nicht einvernommen worden. Es wurde 4 Jahre lang sogar überhaupt kein Auslieferungsbegehren ans Hohe Haus gestellt. Das ist eine politische Farce. Ich bin mir da ganz sicher, dass es zu einer Einstellung des Verfahrens kommt. Es gibt keine fahrlässigen Grieder in dem Unternehmen, wo ich war. Ich habe in all meiner Zeit nur Unternehmen vorgestanden, die hochprofitabel gewirtschaftet haben. Es gibt keine Insolvenz, bis dato nicht. Es gibt auch kein Untreueverfahren. Das Einzige, was es gegeben hat, ist, dass mein seinerzeitiger Arbeitgeber, wie ich wieder ein politisches Mandat für die Freiheitliche Partei angenommen habe, durch Wahl, schlussendlich mich entlassen hat. Und ich habe das bekämpft und letztendlich haben wir uns geeinigt. Und der Arbeitsvertrag wurde beendet. Aber das ist ein ganz normaler Fall. Ich sehe da keine Untreue. Es gibt dazu einen vernichtenden Rechnungshofbericht. Es gibt einen vernichtenden Rechnungshofbericht und Sie sind mittlerweile vom Nationalrat ausgeliefert. Es gibt ein Verfahren. Ja. Die Frage ist, wenn Sie verurteilt werden, treten Sie zurück? Aber wir leben in einem Rechtsstaat. Wir leben in einem Rechtsstaat. Es gibt weder eine Anklage bis zum heutigen Zeitpunkt. Ich frage mich, warum man 5 Jahre braucht, um überhaupt Einvernahmen durchzuführen. Es gibt in dem Verfahren de facto noch nichts. Es gibt in einem Rechtsstaat das rechtliche Gehör. Ich habe sehr viel dort vorzubringen. Ich möchte vor die Staatsanwaltschaft letztlich auch meine Sichtweise der Dinge darlegen. Und dann wird sich das alles aufklären. Aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass es wenig Interesse gibt, diesen Fall aufzuklären, sondern dass das Interesse auch der medialen Landschaft viel größer ist, permanent zu behaupten, ich hätte ein Verfahren anhängig. Auch die Frau Bildungsministerin Schmidt als Finanzvorständin von der Kommunalgeschichte hat ein Verfahren anhängig, da höre ich nie etwas. Auch darüber haben wir schon berichtet. Herr Präsident, ich muss Sie bremsen, Sie sind aber weit über der Zeit. Wenig und aber vielen Dank für das Gespräch und guten Abend nach Paris. Ja. Danke, Grüße aus Paris.